Die Erwartungen sind groß im Vorfeld dieser Partie. Wenn die beiden gegeneinander spielen, dann ist ein tolles Spiel vorprogrammiert. Das dürfen Sie nicht verpassen. Wir zeigen es Ihnen live aus dem Stadio Olimpico. Stadio Olimpico in Rom. Was für eine Kulisse für diese Partie. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Ich bin Wolf Fuß. Ich darf diese Partie mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Und wir übertragen heute ein Vorrundenspiel aus diesem Wettbewerb. Lazio Rom gegen Liverpool. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen. Beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte. Von daher dürfte es interessant werden. Schauen wir noch mal kurz auf die zwei Spieler, die heute den Unterschied ausmachen könnten. Beides absolute Topspieler. Auf die wird es ankommen. So, jetzt wissen wir, wie es Lazio Rom heute angeht. Kurz noch zur Formation. Sieht nach einem 3-5-2 bei Ihnen aus. Ganz genau. Sie versuchen es hinten also nur mit einer Dreierkette. Aber bei Bedarf rücken natürlich die Mittelfeldspieler zurück. Hier ist die Aufstellung von Liverpool. Im Tor ist Alisson. Dejan Lovren spielt mit Joel Matip in der Verteidigung. Alex Oxlade-Chamberlain steht neben Jorginho Wijnaldum im Zentrum. Und der einzige Stürmer heißt heute Divock Origi. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Nun Shaqiri. Origi. Viel mit Auge. Spielt den Ball in den freien Raum. Da ist das Tor. Der Bann ist bereits früh gebrochen. Wir haben den ersten Treffer dieser Partie. Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schonungslos in dieser Situation die Schwächen der Defensive. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Parolo. Jetzt sind sie am Ball. Könnte den Konter geben. Ja, er ist frei, da kann was draus werden. Die Riesenchance. Was war das denn für ein Konter? Und was für ein Tor. Alles richtig gemacht. Lücke erkannt. Ball blitzschnell nach vorne gebracht. Und dann der perfekte Abschluss. Klasse. Jetzt geht's scheinbar dahin in der Abwehr. Das zweite Gegentor innerhalb weniger Minuten. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Hier steht es 2-0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Da verlieren sie den Ball. Immobile. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen.
Ecke kommt ins Zentrum. Das hätte ich ja nie und nimmer gedacht. Sie schaffen den Anschluss und könnten vielleicht sogar noch ausgleichen. Das Tor sehen wir jetzt noch mal in der Verlangsamung. Kurz zusammengefasst, gute Ecke, klasse Kopfball und schon ist der Ball drin. Hier noch mal dieser Treffer. Hier ist noch alles drin. Liverpool mit dem Ballverlust. Da kommt der Pass. Gut in den Lauf gespielt. Oxlade-Chamberlain. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingehechtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Ja, auch ihn nimmt so eine Szene natürlich mit. Die Riesenchance und dann machen sie nichts draus. Weiter also nur eine hauchdünne Führung. Ecke Shaqiri. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter den Ball. Viel zu ungefährlich. Super Timing und dann macht er den Ball wuchtig per Kopf rein, auch wenn der nicht so gut platziert war. Keine optimale Ballannahme in Bedrängnis, aber bleibt erstmal im Ballbesitz. Macht er gut. Jorginho Wijnaldum. Super Parade, klasse gehalten. Ecke in die Mitte. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Lovren. Klein. Shaqiri. Xherdan Shaqiri. Gut gemacht da draußen. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Lukas. Ja, könnte was werden. Sieht gefährlich aus. Am Ball Immobile. Da wäre Platz für den Konter. Die Voco Regie. Gute Aktion. Weg ist der Ball. Abseits. Er ist zu früh gestartet. Bah, das war knapp, aber ich glaube, er lag damit richtig. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Schönes Zuspiel. Xherdan Shaqiri. Alex Oxlade-Chamberlain. Hereingabe in die Mitte. Es gibt Abstoß. Da hätte er mehr draus machen können.
Nun Lukas Leiva. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Schönes Zuspiel hier. Jorginho Wijnaldum. Und da klingelt es im Kasten. Liverpool legt nach, die Führung beträgt jetzt also 2 Tore. Da sehen wir diesen wunderbaren Alleingang nochmal. Keiner kann ihn aufhalten. Er lässt die Abwehr einfach stehen. Das ist unwiderstehlich, wie er da abgeht. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. So, da wird es angezeigt. 4 Minuten zusätzlich sehen wir noch. Nun Lukas Leiva. Naby Keita. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Schwache Aktion. Ballverlust. Die Wok, schöner Pass. Da müssen sie aufpassen. Xherdan Shaqiri! 4 Treffer nach 45 Minuten. Da können wir uns nicht beschweren. Pausenstand 3:1. Ja, der zeigt heute eine hervorragende Leistung. Der ist heute richtig gut drauf. Mit dem kommen sie überhaupt nicht zurecht. In der ersten Hälfte durfte vor allem Liverpool jubeln, liebe Zuschauer. Mal sehen, ob das jetzt auch so weitergeht. Klasse Aktion, Ball ist weg. Immobile. So langsam wird es gefährlich. Ballverlust. Parolo. Lukas. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gute Chance für eine Flanke. Berisha. Marco Parolo. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Marco Parolo. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Das ist jetzt eine Chance. Das muss es sein. Chance lebt noch. Jetzt können sie klären, hätte sonst gefährlich werden können. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern, denn im Moment liegen sie hinten. Und es geht mit Abstoß weiter. Patrick. Acerbi. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da verlieren sie den Ball. Geht mit Einwurf weiter. Patrick. Parolo. Ballverlust. Jorginho Wijnaldum. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Fällt das Tor doch noch? Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Jetzt ist er durch. Das macht er gut. Den Ball hält er fest. Da passt er auf und kann klären. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Abgefangen, gut gemacht. Berisha.
Oxlade-Chamberlain. Origi. Jetzt Shaqiri. Naby Keita. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Da geht er dazwischen. Noch sind sie hier knapp vorne, Buschi. Kurz deine Einschätzung. Was erwartest du von der Schlussphase? Noch hat Liverpool die Nase vorn, aber das ist so eng, das ist so ausgeglichen. Da kann noch alles passieren, Wolf. Aber Liverpool kämpft. Das ist nicht zu übersehen. Das ist ihre Schlussphase. Unser Blick geht an die Seitenlinie. Lazio jetzt mit dem Spielerwechsel. Der Trainer erhofft sich natürlich, dass sich diese Umstellung jetzt positiv im Spiel bemerkbar macht. Und da ist der Ball wieder weg. Super dazwischen gegangen. Dusan Basta. Da wäre Platz für den Konter. Macht er gut. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Das war die Chance. Aber der Torwart passt auf. Klasse gelöst. So, Buschi, bei Liverpool sehen wir einen Spielerwechsel. So ist es. Alex Oxlade-Chamberlain verlässt den Platz und James Milner kommt für ihn rein. Ein Mann, der für seine herausragenden Pässe bekannt ist. Ecke Shaqiri. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ne? ja. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen, muss er abhaken. Correa, Berisha, gibt's jetzt die Gelegenheit. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Nee, da kommt keiner dran. Liverpool mit dem Ballverlust. Guter Vorstoß da jetzt. Klasse Aktion, Ball ist weg. Sieger dieser Partie ist Liverpool, der Unparteiische pfeift ab. Das war's für heute in diesem Gruppenspiel. Die Fans hatten sich einen Sieg erhofft. Ein Sieg ist es geworden, wenn auch knapp, auch dünn. Aber Dreier ist Dreier, wichtige Punkte. Und ich finde, man kann auch mit der Leistung zufrieden sein. Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Super Leistung. Hat sein Tor gemacht, das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen.